Wir befinden uns etwas abseits der großen Stadttheater. Hier im Hinterhof probt Shishi Pop, eine freie Theatergruppe aus Berlin. Und bei der wiederum trifft man auf den eher selten vorkommenden Beruf des Performers bzw. der Performerin, wie Lisa Lukassen eine ist. Die studierte Theaterwissenschaftlerin ist seit über 15 Jahren Teil des Performance-Kollektivs Shishi Pop. Der hauptsächliche Unterschied zwischen einer Schauspielerin und einer Performerin besteht darin, dass die Schauspielerin den Text geliefert kriegt von irgendwoher und dass sie inszeniert wird von jemandem. Also die muss sehr gut sprechen können, die muss überzeugend wirken, die muss vielleicht Identifikation hervorrufen durch ihre Darstellung, und zwar indem sie so tut, als wäre sie Julia, die Freundin von Romeo. Lisa Lukassen probt gerade mit den anderen Mitgliedern des Performance-Kollektivs an einem neuen Stück mit dem Titel Sieben Schwestern. Einem, wie bei Shishi Pop üblich, selbst erdachten Werk, dessen Ausgangspunkt Anton Tschechows Drei Schwestern ist. Das Stück beschäftigt sich neben Sinnkrisen und Träumen auch mit dem Älterwerden der sieben Gruppenmitglieder. Man ist schließlich auch schon um die 40. Der Beruf einer Performerin oder eines Performers besteht eben darin, sich zu überlegen, was wird hier eigentlich auf der Bühne gesagt, von mir zum Beispiel. Sich Gedanken darüber zu machen, wovon soll das eigentlich handeln, was ist interessant, also ein Konzept auszudenken. Häufig sich dazu selber einen Text zu schreiben oder zu suchen. Gedanken machen ist das Stichwort. Die Suche nach dem richtigen Text kann dauern. Unter Performern hat nicht ein Regisseur das Sagen, der ein Stück mitbringt und ein Konzept im Kopf hat, das anschließend in den Proben erarbeitet wird. Hier werden alle Spiel- und Inszenierungsideen gemeinsam gefunden und anschließend wieder verändert, neu diskutiert, was in der Regel auch ein Weilchen dauern kann. Also diese Listen, die waren mir irgendwie zu melancholisch. Ja. Also alle haben diesen leicht depressiven, schweren Tonfall. Und alle Abschnitte sind irgendwie ziemlich lang, die alle sagen, also ich auch. Also es ist nicht so, also der Rhythmus ändert sich nicht. Es ist nicht so lange Pausen und dann so ein kurzes Teil und dann... Das könnte man ja nochmal versuchen, anders zu machen. Ja. Man könnte auch ein bisschen lutzigere Musik dazu gebrauchen, glaube ich. Ja. Also weil die macht es auch unheimlich schwer. Bei der Performance wird der eigene Körper oft selbst zum Kunstwerk. Die Performance-Ikone Marina Abramović saß bei The Artist is Present an einem Tisch in einem Museum und schwieg, während wechselnde Besucher ihr gegenüber Platz nahmen. Aufführungen von Shishi Pop sind keine Theaterabende im herkömmlichen Sinne. So wie die Spieler sich selbst in die Performance einbringen, so versuchen sie auch, das Publikum mit einzubeziehen. Und das geht schon draußen im Foyer los und endet damit, dass die Zuschauer Teil der Inszenierung werden, was den Performern jede Menge Spontanität und Improvisationsvermögen abverlangt. Das hilft ihnen, echt zu bleiben. Der einfachste Unterschied ist, dass wir im Gegensatz zu Schauspielern nicht was darstellen oder in eine Figur hineinschlüpfen, sondern in den allermeisten Fällen, als wir selbst da sind und irgendwas tun. Also wir machen das tatsächlich. Wir tun nicht so, als würden wir einen Schluck aus der leeren Teetasse trinken, sondern wenn wir auf der Bühne trinken, dann ist da auch ein Getränk drin, zum Beispiel. Es geht in der Performance sehr um akutes Handeln, um eine tatsächliche Situation, die man irgendwie sich ausgedacht hat und herstellt, in der man dann agieren muss. Und eben nicht darum, einen dramatischen Text zu verinnerlichen und dann zur Aufführung zu bringen und den möglichst interessant zu interpretieren oder schön zu deklamieren. Wenn Performer auf der Bühne tanzen, muss das nicht perfekt aussehen. Hauptsache, es ist ausdrucksstark und es erzielt die Wirkung, die es erzielen soll. Nebenbei stellt die Performerin auch gern das Theater und den Kulturbetrieb überhaupt in Frage. Irgendwie ist mir das Ganze hier zu selbstreferenziell. Ich habe das Gefühl, wir drehen uns nur um uns
selber die ganze Zeit. Aber ich möchte irgendwie, dass es darüber hinausgeht, dass es eine andere Bedeutung bekommt. Hier den Raum verlässt, die Bühne, weiter nach draußen. Also wenn ich so ins Publikum gucke, habe ich das Gefühl, das sind wirklich nur Leute, die irgendwas mit Theater zu tun haben oder Kunst oder im weitesten Sinne Festivalbesuche oder so. Verstehst du, da ist fast niemand, der irgendwo anders herkommt. Ich sehe eine. Ja, und ich zwei. Die Performerin geht zudem gern an und über ästhetische Grenzen, und zwar freiwillig und nicht durch einen Regisseur gesteuert. Wir sind hier nicht im Regietheater. Und sie spielt jederzeit mit vollem Körpereinsatz, wenn es der Sache, also der jeweiligen Performance, dient. Ich glaube, dass man ganz deutlich in anderen Kunstsparten, zum Beispiel in einem Stadttheater, dass man es den Stücken, die da aufgeführt werden, ansieht, wenn da jemand schlimm geschunden wurde. Und ich glaube auch, dass man es unseren Stücken ansieht, und zwar nicht an der Oberfläche, sondern unten drunter, dass zwischen uns nicht nur eine berufliche, sondern auch eine sehr soziale wir sind befreundet seit vielen Jahren. Das ist auch nicht zu verleugnen und das will auch keiner. Diese Verbindung, die da besteht, die ist schon, die beuten wir in manchen Stücken auch total aus und stecken uns gegenseitig die Finger in die Nasen. Das will ich auch nicht mit allen Leuten machen. Um Performerin zu werden, braucht man einen ausgeprägten Drang, sich künstlerisch ausdrücken zu wollen. Dazu Spontanität, Neugierde und viele Ideen, um Projekte zu entwickeln und zu realisieren. Man sollte, zumindest wenn man in einer Gruppe arbeitet, unbedingt teamfähig sein und keinerlei Scheu vor Publikum kennen. Performance muss man nicht studiert haben, aber in Hamburg kann man das Fach Performance Studies belegen. Die Universität Gießen bietet darüber hinaus den Kurs Choreografie und Performance an. Was auch nicht schadet, ist eine gewisse Vielseitigkeit, die Performerin mitbringen sollte. Mitunter beschäftigt Shishi Pop einen Tontechniker. Manchmal wird eine Bühnenbildnerin engagiert. Aber Ankleider, Inspizient, Verwaltungsdirektor, Maskenbildner oder Dramaturg – all das ist die Performerin in einer Person. Ob bei der Probe oder der Aufführung, die Performerin kümmert sich um sich und die anderen. Einen Apparat wie am Stadttheater, der sie umsorgt, gibt es nicht. Wir haben zum Beispiel niemals Requisiteure. Und ich weiß, dass in ordentlichen Stadttheatern, wenn da irgendein Requisit benutzt wird, eine Haarbürste oder so, dann kommt die Requisiteurin und legt die Haarbürste dahin, wo sie hingehört. Und dann kann die Schauspielerin sich die Haare bürsten. Und bei uns ist es halt so, dass entweder jemand eine Bürste von zu Hause mitbringt oder jemand auf dem Weg noch schnell zur Drogerie fährt und eine Bürste kauft. Oder wir rufen die Assistentin an und sagen, kannst du eine Bürste mitbringen? Und wenn wir fertig sind mit Proben, dann räumen wir tendenziell auch die Sachen wieder dahin, wo sie hingehören. Und wenn wir reinkommen, stellen wir selbst die ganze Technik an. Und wenn wir rausgehen, stellen wir sie wieder aus. Und also die allermeisten Sachen können wir auch selbst bedienen. Die größte Herausforderung, die sich stellt, ist die Finanzierung der Gruppe. Wenn Lisa Lukassen sonntags auf den Flohmarkt geht, macht sie das nicht nur aus Passion, sondern meistens wird auch gleich geschaut, ob sie irgendein Requisit, irgendein Kostüm für eine der kommenden Produktionen bekommen kann. Wir sind nicht die Sorte Gruppe, deren Kostüme von Chanel gesponsert werden. Inzwischen müssen wir nicht mehr alle Kostüme auf dem Flohmarkt kaufen, aber es ist immer toll, wenn man gar nichts vorhat, also wenn man es nicht mit Absicht macht, dann begegnet man Sachen, die für immer im Fundus zumindest der Probenkostüme bleiben können und die dort gute Arbeit leisten. Weil sich Shishi Pop jahrelang über kreative und spektakuläre Projekte einen Namen gemacht hat, bekommt die Gruppe Geld, zum Beispiel vom Hauptstadtkulturfonds. Im Gegensatz zu den meisten anderen Performern und freien Gruppen, die gar nichts haben, haben sie so zumindest eine Basis. Ums Geld kümmern gehört zum Job. Lisa Lukassen machte zeitweise sogar die Steuererklärungen von Shishi Pop. Anträge auf Projektförderungen schreibt die Gruppe selbst. Der erste Stundenlohn, den wir ausbezahlt haben, weiß ich noch, waren damals 6 Mark. Seitdem haben wir das deutlich steigern können, muss ich sagen. Also inzwischen ist der Stundenlohn 12 Euro. Und wenn man ganz viel arbeitet, kann man davon tatsächlich leben. Und das Ganze
System basiert eben darauf, dass wir auch so ein bisschen Puffer haben, dass wenn mal jemand krank wird oder wenn das Kind von jemand krank wird, die irgendwie nicht sofort ans Hungertuch gerät, sondern also das können wir uns inzwischen leisten. Das haben wir auch ehrlich gesagt schon immer gemacht, dass wir so ein bisschen so einen sozialen Puffer eingebaut haben für irgendwie Bandscheibenvorfälle, Kindsgeburten und dergleichen mehr. Manchmal reichen die Einkünfte selbst für eine etablierte Performerin wie Lisa Lukassen nicht. Dann arbeitet sie schon mal als Sekretärin. So hat sie auch immer noch eine Notlösung für schlechte Zeiten. Denn der Beruf der Performerin ist alles andere als zukunftssicher. Und eine fette Rente, wenn überhaupt, verspricht er auch nicht. In den Augen meiner Eltern ist es natürlich eine Katastrophe, wie ich abgesichert bin. In meinen Augen ist es ganz gut. Und die Sorte, also ich glaube, mit dieser finanziell relativ instabilen Situation kaufen wir uns aber was anderes, nämlich eine andere Art von Solidität und Stabilität, nämlich dass ich auch jetzt schon weiß, mit wem ich 2012 arbeiten werde und dass das immer noch die Leute sein werden, die ich mir ausgesucht habe. Das ist ein so großes Privileg, das hat man ja sonst nirgends. Und um gleich noch ein anderes Privileg des Performers zu nennen, man kann gewissermaßen nebenbei noch kleine andere eigene Projekte machen und sich austoben. Zum Beispiel hier. Das heißt X-Schulen und beschäftigt sich mit Erinnerungen an die Schulzeit. Erinnerungen, die von Lisa Lukassen in Interviews aufgenommen wurden und die man sich dann in dieser temporären Ausstellung in einer Berliner Schule anhören kann. Hallo. Oh, ihr seid aber viele. Herzlich willkommen im Archiv für Schulerinnerungen. Mein Name ist Lisa Lukassen, ich bin dafür zuständig. Und ich werde ganz kurz erklären, wie das Archiv funktioniert. Eine Performance muss also auch nicht immer total ungewöhnlich, krachend laut und mit ganzem Körpereinsatz sein. Es geht auch eine Nummer kleiner. Es sind ja ganz verwandte Aufgaben, sich was auszudenken, eine ganz kleine Performance, die eben nur 10 Minuten dauert und die in diesem Fall eben in einen sehr speziellen Rahmen in diese Schule eingepasst ist und sehr, sehr viele Vorgaben hat tatsächlich. Also, dass es idealerweise was mit der Schule zu tun hat, dass es in der Schule stattfindet, dass man mit vorgefundenen Räumen und Orten und Möglichkeiten umgeht. Das ist alles schon ja, sehr, sehr performancemäßig. Mit dem Vorgefundenen klarkommen, die Augen offen halten. Vor allem aber bei all dem coolen, lässigen Schein, den diese Kunst vermittelt, man kann Performerin in jedem Fall nur sein, wenn man das mit sehr großer Hingabe betreibt. Und bei allen künstlerischen Ambitionen schadet dann auch wieder ein wenig Pragmatik nicht. Um nicht zu sagen, die ist sogar dringend notwendig. Wenn mir im Studium irgendjemand gesagt hätte, dass ich mal in der Lage sein muss, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts zu gründen oder ein BNC-Kabel korrekt aufzurollen, ohne dass es hinterher ein großes Knäuel ist. Man hat es ja selbst in der Hand, wie schwierig man sich's macht, aber vor Überraschungen ist man nicht gefeit. Und wenn man die nicht mag, ist man auf jeden Fall falsch in dem Job.